Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dragon Age Origins. Ja, wir sind endlich hier in Schloss Radcliffe in den untergeschossenen Kellergewölben angekommen und haben auch einen alten Bekannten, nämlich einen Magi-Schüler Jovan genannt, wiedergefunden, der hier eingesperrt wurde. Ja, ich war noch nicht ganz schlüssig, ob ich ihn rauslassen soll oder nicht, weil er war jetzt nicht sehr kooperativ. Wollten eigentlich rauslassen, aber er hat dann gesagt, nein, ich möchte nicht mit dir gehen. Lass mich raus und ich hau ab. Auch wenn er auch zwischendurch behauptet hätte, er würde gerne helfen. Und ich bin mir nicht sicher, was ich jetzt wirklich mit ihm machen soll. Vermöbeln wäre wahrscheinlich das Richtige, aber. Na gut, egal. Reden wir Ihr nochmal seid mit ihm. zurück. Wisst ihr schon, was vor sich geht? Nein, noch nicht. Verstehe. Was jetzt? Ich werde dich aus der Zelle lassen, aber mach keine Mätzchen. Ihr lasst mich raus. Und dann? Ja, werdet ihr mit mir kommen? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich möchte helfen, aber ich bin nicht sicher, ob ich euch in eine derartige Gefahr folgen will. So ein Feigling. Aber ich lasse ihn trotzdem raus und er soll sich zumindest da durch das Schloss bewegen und ein paar von diesen Untoten ablegen. Entschuldigung, ablenken. Kleiner Hickser. So, dann habe ich vielleicht ein wenig leichter durch mich, habe ich es vielleicht ein wenig leichter, mich durchs Schloss zu bewegen. So ein Satz. Ja, raus das mit dir. Das hätte ich nicht versprochen. Ich werde einen Weg finden, das zu bereinigen. Ja, nach längeren Gesprächen mit ihm haben wir ja bedacht, das könnte ja sein, so rein zufällig, dass der Junge Connor, der Sohn von Aal Eamon, mit seinen geringen magischen Fähigkeiten für das ganze Chaos hier verantwortlich ist. Ja, potenziell ist das wohl sehr gut möglich. Oh ja, da ist ein Dreckhaufen. Yay, Reichtümer. Und die sehen ein bisschen lebendig aus, aber naja, gut. Keine Ahnung. Noch einer. Bin aber nicht wirklich angezeigt. Hier meine große Klappe. Na, die werden nicht angezeigt, aber jetzt. So ein... So, was hast du denn für uns parat? Wir könnten hier ein bisschen schmieren. Außerhalb von unserem Schlagbereich am besten. Na gut, liegt wieder. Feuer drauf. Brennt. Einmal nicht erverlässter. Ja, auf den schlürfenden Tod bitte einmal Lähmung drauf und ihr drei los geht's. Ah, Venta hat jetzt auch gerade seine Schildzauber vergessen. Sehr gut. Wir wollen ja ordentlich Schmerzen kassieren, deshalb hören wir auf uns zu schützen. Venta, Venta, Venta. So haben wir da das nicht beigebracht, das Zaubern. Na, den werden wir immer noch schaffen, den ersten. Yay, erster Tod. Wohl, er war schon vorher tot, das ist jetzt keine Kunst. Hier den, der ist angeschlagen. Sehr gut, nächster. Die anderen sind alle gar ziemlich gesund. Was ist mit dir? Wir könnten Unterstützung gebrauchen. Ich noch einen Blitz hinterher. Oh, das geht. Sehr schön. Wieder alle zusammen auf das Ziel. Hier können wir noch mal ein bisschen Leben absaugen. Das hält unsere Liliana gesund. Nee, unsere Morrigan gesund. Problem dabei ist immer, das hält nur sie gesund und nicht die anderen. Sehr schön. Einmal stoppen. Verwundbarkeit bitte hinterher.
Gedankenschlag. So, und was können wir noch machen? Noch einen Blitz drauf. Haben wir gewonnen? Ja. Ja, wir haben gewonnen. Ja, Alistair, du hast dein Werk dazu getan, aber du musst besser werden. Selbstverständlich. Ganz genau, selbstverständlich. Er sieht's also ein. Lass dich nicht mehr so tölpelhaft hier aufmischen lassen. Ihn? Achso, Bedrohung bitte aufbauen, Schild bitte aufbauen. Und, er hat seine Sachen, sie auch. Okay. Gut. Der Kampf wäre gewonnen. Das war ja auch nicht so einfach. Und hier ist erstmal kein Kampf. Das wird aber nicht lange so bleiben. Ich befürchte, das ganze Haus ist voll mit diesen Untoten. Hallo? Jungs, Mädels, alle wieder rein. Die übernatürlichen Kreaturen eigentlich so stinken. So, mit einer freundlichen Lähmung werden wir den hier erstmal stoppen. Und jetzt können alle da drauf zimmern, was geht. Einfach mal. Sehr gut. Hier können wir noch ein bisschen nachzaubern. Das müsste eigentlich auch mal Wirkung zeigen. Ja, sehr gut. War fast zu einfach. Frage ist, wie lange es so einfach bleibt. Wir hatten am Keller schon ganz andere Probleme. Hier bleiben. Lähmung auf ihn. Er schafft es bis zu uns. Naja, nicht ganz. Morgan, du hast doch was ganz Tolles. Du könntest hier mal so einen Eisstrahl. Nee, alle zusammen bitte nochmal auf ihn einschlagen. Hier niederstrecken. Oh, und der Rest bitte das hier ausschalten. Ging ja auch noch mal gut. Die sind auch arm wie Kirchenmäuse. Ach, nö, Jungs, nö. So, einmal auf ihn drauf und hier noch mal Lähmung. Ja, das gegen einzelne Gegner ist das echt super. Problem ist, wenn da größere Gruppen angreifen. So? Keiner mehr drin? Oh oh. Wo wir gerade bei größeren Gruppen sind, alle mal einen Schritt zurück. 2, 3, 4. So, das müsste reichen. Schlammteppich. Oh ja, das ist natürlich besonders klug von mir, die Viecher fliegen. Aber zumindest fliegen sie jetzt durch einen Feuerteppich. Morrigan, bitte Lebenskraft entziehen. Alistair, Angriff. Schildsturm. Oh ja, das war gut. Umbo hat mir gefallen. Den Schatten bitte aufmischen. Wieder mit dem Schildhieb bitte arbeiten.
Venter, magisches Geschoss. Morrigan, bitte Schub der Schmerzen. Ach du meine Güte, da kriegen wir ja richtig was ab. Unter die Gürtellinie, wenn es denn geht. Hier, unfairer Angriff, bitte durchziehen. Ordentlich. Oh, in hoher Schatten. Nicht gut. Hier. Was können wir denn machen? Nix. Auch nix. Blitz. Blitz bitte auf ihn. Lebenskraftentzug. Genommen machen. Du darfst jetzt nochmal uns hier angreifen. Machst du das jetzt nochmal? Ah, endlich. Mir gehen gleich die Optionen aus. Blitz ihn doch nochmal. Blitz? Jetzt? ja. War ja nochmal mehr als knapp. Angreifen, nur so zum Versuch. Okay, Venter, du darfst jetzt mal ein Medipack futtern. Hast natürlich nochmal vermasselt. Genommen machen. Genommen machen ist, glaube ich, eine gute Variante. Jetzt ist es aber wirklich mal eng. Hier, nimm mal schnell einen Medipack. Wir könnten dich jetzt nochmal blitzen. Blitzen ist, glaube ich, gut. Ja, blitzen war sehr gut. Nochmal schnell ein bisschen Medizin einnehmen. Na, endlich. Ich habe sie wohl besiegt, während ich bewusstlos war. Ich bin wirklich gut. Ja, ich bin wirklich gut. Ich habe sie besiegt, während ich bewusstlos war. Kann nicht jeder. Oh, ich glaube, du brauchst jetzt erstmal so ein Medipack für deine ganzen Verwundungen. Hier müssen wir das gleiche machen. Abzug auf Naturresistenz. Ich glaube, damit kann ich leben. Das ist okay. Mach nur bei deinem Lied weiter. Abzug auf Verteidigung, damit kann ich nicht leben. Hast du noch? Ein gebrochener Arm. Abzug auf Schaden, also so viel Schaden machst du nicht. Komm. Lassen wir es mal so. Alistair, du hast es geschafft. Ich glaube, du brauchst mehr Lebenspunkte. Und hier könnten wir deine Fähigkeiten verbessern. Passiv, Tapferkeit, der unerschütterliche Mut des Kriegers verleiht ihm Boni auf Schaden und körperliche sowie mentale Widerstandskraft. Er erhält außerdem einen Bonus auf seine kritische Trefferchance, der proportional zur Anzahl der Gegner steigt, wenn der Krieger es mit mehr als zwei Widersachern zu tun hat. Also je mehr da rumstehen, umso besser kann er seine Verteidigung aufrechterhalten. Das ist ja nett. Überwinden. Der Charakter schlägt schnell dreimal hintereinander mit seinem Schild zu und verursacht mit den beiden ersten Schlägen normalen Schaden und mit dem letzten Schlag erfolgreich. Ist der letzte Schlag erfolgreich, erleidet das Ziel einen kritischen Treffer und wird außerdem zu Boden geworfen. Wenn er bei einer Prüfung seiner körperlichen Widerstandskraft scheitert,
Schildbeherrschung erhöht den Schaden. Da, Schildbeherrschung ist unten. Das hier können wir noch gar nicht lernen. Fortgeschrittene Kampfausbildung. Hier gibt es keine. Ach so, ja, fortgeschrittene Kampfausbildung ist das. Sind die anderen Talente. Aber Tapferkeit klingt eigentlich schon ziemlich cool. Dieser rechtschaffener Schlag, den können wir ja schon. Level 9 können wir erst diese Pfote hier lernen, aber die müssten wir eigentlich schon irgendwo im Sortiment haben. Liegt aber nicht in seiner Klickliste, das ist ja blöd. So, egal. Können wir dann nachher dazu rufen. Was nehmen wir hier dabei? Ich glaube, wir nehmen die Passivfähigkeit dazu. Die sieht eigentlich ganz gut aus. In Ordnung. So, hier ist die Fähigkeit. Ach, die ist passiv. Das ist passiv. Ich denke die ganze Zeit, warum habe ich es nicht unten in der Liste drin? Ist ja gar nicht aktiv. So, dann Bedrohung und Schildball. Ja, lassen wir drin. Sie kann singen. Er vergisst natürlich wieder seine Deckung. Auch so eine Sache, die ich nicht leiden kann. Deckung einfach fallen lassen. Ihr Licht hat er natürlich sofort aktiviert, aber die Deckung... Ach, er braucht schon Schutz. Wir sind ein halbwegs mächtiger Magier. Natürlich. Der sich selbst supporten muss mit seinen Zaubersprüchen, aber... Wozu braucht man da noch Schutz? Ein Buch. Wie an? Schon unterwegs. Codex aktualisiert. Dann schauen wir uns doch mal die Geschichte an, die wir da gerade im Buch gelesen haben. Vielleicht nützlich für unseren Fall. Die Geschichte der Kirche, Kapitel 2. Als die Prophetin Andraste und ihr Mann Mafarath an der Spitze ihre Barbarenhorde einfielen, versank das südliche Tevinter im Chaos. Das Reich hatte sich schon früher gegen Invasionen verteidigt, aber diesmal fehlte die Unterstützung der Götter. Die Armee war überall verstreut und das Land lag nach der Verderbnis in Trümmern. Viele glauben, der Zeitpunkt der Invasion war ein vom Erbauer erwirktes Wunder. Mein Gott, ist der Satz gestellt. Damit Andraste sein heiliges Wort verbreiten konnte. Denn Andraste war mehr als nur die Frau eines Kriegsherrn. Sie war zudem dem Erbauer versprochen. Als sie dem Himmel um Beistand anflehte, hatte der Klang ihrer Stimme den Bauer so verzaubert, dass er ihr erschien und sie darum bat, mit ihm zu kommen. Und die Menschenwelt mit all ihren Makeln hinter sich zu lassen. In ihrer Weisheit bat Andraste daraufhin den Erbauer, doch zu den Seinen zurückzukehren und dort das Paradies zu erschaffen. Der Erbauer sagte zu, aber nur, wenn die gesamte Welt sich von der Anbetung falscher Götter abwenden und die göttlichen Gebote des Erbauers befolgen würde. Klingt sehr nach Kirche, ganz ehrlich. Gerüstet mit dem Wissen um den einen wahren Gott, begann Andraste mit ihrem erhabenen Marsch gegen das geschwächte Reich. Eines der Gebote des Erbauers, nämlich, dass die Magie dem Menschen dienen soll, statt ihn zu beherrschen, war Labsal für die gepeinigten... Labsal? Ach, Labsal, ja genau. Für die Gepeinigten von Tevinter, die unter der Knute der Magister zu leiden hatten. Die Kunde von Andrastes erhabenem Marsch, ihre Wundern und den militärischen Erfolgen verbreiteten sich wie ein Lauffeuer. Alle im Reich, die sich von den alten Göttern verlassen fühlten, lauschten aufmerksam den Worten des Erbauers. Aufrührerische Bürger
die auch bisher schon Tempel zerstört hatten, taten die Snus nun im Namen des Erbauers und seiner Prophetin Andraste. Und so wie Mafarads Armee das südliche Tevinter eroberte, zog Andrastes Wort in die Herzen ein. Naja, das klingt sehr aus den Büchern der Kirche, also der hier Erbauerkirche. Das ist also eine einseitige Erzählung, finde ich. Es heißt, der Erbauer habe bei der Schlacht auf den valerianischen Feldern auf die Welt herabgelächelt, bei der Mafaraths Streitkräfte die größte Armee, die Tevinter aufzubieten hatte, herausforderten und besiegten. Damit lagen die südlichen Gebiete des mächtigen Reiches nun in den Händen der Barbaren. Der Glaube an den Erbauer, durch derlei Wunder gestärkt, drohten das Fundament des Reiches zu sprengen. Aber natürlich ist der menschliche Geist mächtiger als die beste Waffe und in die Enge getrieben zu unfassbaren dunklen Taten fähig. Ja, wenn man einen dazu zwingt, wird er sich mit allem, was er irgendwie aufbringen kann, wehren. Das ist ganz, ganz normal, das ist Natur. Machen die Tiere nicht anders, um nur mal kurz darauf hinzuweisen. Los geht's. Erlaubt ihr? Oh ja, ich erlaube. Dann tu das doch bitte. Unfähig. Ihre Fähigkeit dafür ist zu niedrig. Ich habe keine Ahnung, wie viel genau sie bräuchte, aber sie ist auf jeden Fall noch nicht bereit. Nicht in der Lage, uns zu helfen. Ist hier noch ein Buch? Also Bücher, ja. Hilfreiche Bücher, nein. Dann kommt mal mit. Es ist mir egal, warum die so stinken. Ich möchte hier einfach nur... Na, los, weg, 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 weg. So. nicht gut, gar nicht gut, überhaupt nicht gut. Und sogar noch schlechter. So, da könnten wir es hinzaubern. Perfekt. Nochmal Feuerstrahl hinterher. Perfekt. Winter, Schritt zurück. Dankeschön. Wir könnten einen jetzt hier drin verbrennen lassen. So, und jetzt alle auf den Heraneilenden schlagen. Sehr gut. Erster Feind erlegt. Jetzt gibt's aber kein Zurück mehr. Jetzt kriegen wir so böse auf die Mütze. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hier lösen soll. So, wo bist du? Du stehst da. Das heißt, du könntest hier vielleicht mal einen Eiskegel reinwerfen. Das ist gut. Wer von unseren Leuten hat sich jetzt mitten ins Feuer geworfen? Das war natürlich hier unser Alistair. Los. Hier, du müsstest... Ja, hier machen wir mal kurz noch ein Pflaster auf Alistair, den brauchen wir nämlich noch. Das fürchte ich. Du bitte den hier kurz mal mitbehaken. Und noch einen hinterhältigen. Alistair? Also, freundliche Gesellen, ihr müsst da schon etwas effektiver werden. Ja, so könnten wir ihn treffen. Hier haben wir keinen Mana mehr. Haben wir ganz toll hingekriegt.
Sie dürfte aber auch gleich keinen Schaden mehr abkriegen, wenn wir sie jetzt erstmal hier wegnehmen. Hier. Sehr gut. Alle Angreifer sind jetzt erstmal eingefroren. So, dann schlagen wir den, der am wenigsten Trefferpunkte hat. Perfekt, jetzt den nächsten. Nochmal ein gemeiner Tritt. Hinterhältiger Angriff, sofort hinterher. Sehr schön läuft. Und ich lasse mir jetzt mal kurz Verfrost werfen. Wir arbeiten gut zusammen. Ist einfach zu viel. Wow. War jetzt gar nicht so einfach. Oh je, die Ausbeute ist auch eher kläglich. Oh, Leichnamgalle. Ha! Das könnte nützlich sein. Hat jemand Verletzungen? Nein, nein, doch. Wieder eine offene Wunde. Achso, die offene Wunde hatte ich ja gar nicht erst kuriert. Fand ich nicht so wichtig. So, Bardin, was ist dein Spezialgebiet Willenskraft und Klugheit? Deine Fähigkeiten werden also über Willenskraft und Klugheit gesteuert. Das bedeutet, wir sollten dich da ein bisschen schulen. Und ich gehe mal davon aus, dass du hier noch ein bisschen mehr Klugheit brauchst. In der Hoffnung, dass das auf die Intensität deiner Zauber Auswirkungen hat. Oh ja, das ist super. Ich glaube, hier haben wir bald eine Meisterdiebin. Das wäre echt gut. Ja, wir können es bis zur Meisterdiebin schaffen. Klugheit 16 hat sie bereits. Und was ist das? Ablenkung. Der mit schwindelerregenden Gesten gespickte Vortrag des Baden soll sein Publikum ablenken und verwirren. Das Ziel vergisst, gegen wen es gekämpft hat, und verliert die Orientierung. Wenn es bei einer Prüfung seinen mentalen Widerstandskraft scheitert. Ja, nee. Oh, das ist wichtig. Kleine Apparaturen, Bonus auf Schlösser öffnen. Alles klar. Gibt es, glaube ich, keinen Weg drumherum. Das müssen wir haben. Das heißt müssen, das will ich haben. Ja, das will ich haben aus dem einfachen Grund. Jetzt, nee, die lasse ich drin. So, dann können wir nämlich hier ganz fröhlich einfach rüberlaufen. Und sie kann sich nochmal an der Tür ausprobieren. Das ist auch nur ein kleines Kämmerchen, wie wir auf der Minikarte sehen. Und so viel können da nicht drin sein. Das heißt, es gibt vielleicht nur Schätze für uns. Ja, natürlich. Ah, Schätze, Schätze. Ich schätze, das könnte sich gelohnt haben. Schön, Schild und, schon unterwegs. Langbogen. Ich werde es tun. Noch mehr Schild. Wie ihr meint. Breithammer. Rüstung. Oh ja, das könnte wirklich gut werden. Ja, so enttäuschend. Eine Waffe. Vielleicht kriegen wir noch eine gute Waffe. Nö. Aber wir machen jetzt mal die Probe aufs Exempel. Wir schauen mal nach, wer kann sich hier mit der Ausrüstung verbessern und wer nicht. Unser Venter schon mal nicht. Auch der eiserne Ring bringt ihm nichts. Gut. Immer Morgen, ich habe Schmuck für dich. Okay.
körperliche Widerstandskraft. Nee, komm, du kriegst mal einen Helm, kriegst mehr Rüstung. Soll sich für dich ja auch lohnen. Warum benutzt du eigentlich nicht den Stab? Der Stab ist, glaube ich, viel besser für dich, Mädchen. Na egal. Wen haben wir noch? Liliana. Rangbogen oder was hast du da? Bogen der Wildnis aus Eibe. Schaden 6. Naturresistenz. Ja, nee, dann kannst du mal mit einem größeren Bogen antreten. 8,4 Schaden und 1,5 Rüstungsdurchdringung. Da ist auf jeden Fall das Schwert besser als der Knüppel. Rüstungen. Ja, sehr gut. Das brauche ich auch alles nicht. Alistair. Alistair, wie sieht's aus? Wir haben hier ein Schwert, das Grundschaden wesentlich mehr macht. Auch mehr kritischen Treffer. Rüstungsdurchdringung ist auch einiges höher. Und du würdest nicht mehr ganz so gut treffen, aber wesentlich mehr Schaden auch gegen Tiere machen. Ich glaube, dein graueisernes Schwert hat da nicht so viel Effekt. Machen wir das mal rein. Was sagt deine Rüstung? Der Schild erschöpft dich mehr, hat aber mehr Geschossabwehr, dafür fehlen ihm die Zauber. Also auch nicht so gut, aber sie könnte vielleicht, obwohl nee, sie konnte das ja nicht benutzen. Richtig. Gut. Viel Material, wenig Nutzen. Aber immerhin, das können wir immer noch irgendwo verkaufen. Und jetzt gehen wir schon mal in Position für den nächsten Raum. Und sehen uns hier ein bisschen um. Für Hunde. Das ist auch immer so ein Zeichen, dass hier gleich irgendwelche Tiere angreifen werden. Und da bin ich ja ganz froh, dass ich jetzt gerade beim Alistair auf die andere Waffe gewechselt habe. Eine Falle, direkt vor uns. Wo? Hallo? Falle? Hier ist eine passive Fähigkeit, oder? Ja, ist eine passive Fähigkeit. Das heißt, Falle. Kann man hier irgendwie Fallen entschärfen? Auswählen? Eher nicht. Was war denn da noch? Die Fähigkeiten wollte ich eigentlich. Da sind sie. Fallensteller. Aber Fallen entschärft ist dabei nicht drin, oder? Ja, Herstellen von Fallen. Spuren lesen. Gut, egal. Sie ist die Einzige, die es könnte. Schauen wir noch mal kurz nach. Ja, da hinten Hunde. Naja, aber bevor ich hier wieder mit Hunden kämpfe, warte ich doch lieber in die nächste Folge. Die Folge hier ist sowieso zu Ende von der Zeit her. Wünsche ich euch noch gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.